Es ist dieser ganz besondere Sommertag in Arnstadt. Ein Tag, an dem die Arnstädter jedem Türen und Tore öffnen. Für die Künste in Haus und Hof, das Kleinkunstfestival der Stadt. Gemeinsam feiern sie die Kunst und das Leben und die Schönheit. Vielen wird an diesem Tag wieder einmal bewusst, wie wunderbar sich Arnstadt verwandelt hat. Christian Hühn ist in Arnstadt aufgewachsen. In der Wende machte er gerade Abitur. Die Zeit, in der man anfängt, kritisch zu schauen. Wie Arnstadt damals aussah, hat er noch heute deutlich vor Augen. Ein Großteil dieses wunderschönen Altstadtbestandes, den wir jetzt so vor Augen haben, der war massiv bedroht durch kaputte Dachrinnen, kaputte Dächer. Und es gab eine ungeheure Aufbruchsstimmung, eigentlich schon im Frühjahr 1990, noch vor der Wiedervereinigung. An allen Ecken wurde gewerkelt. Die Stadt Arnstadt hat damals ein tolles Programm aufgelegt und hat sozusagen die Altstadthäuser, die vom Verfall bedroht waren, an Privatleute verkauft. Mit der Auflage, dass diese Häuser denkmalgerecht saniert werden und dass im Idealfall sozusagen die Leute, die die Häuser kaufen, dort auch ihr Gewerbe und ihr Handwerk sozusagen weiterführen. Viele Häuser stützten sich gerade noch gegenseitig. Wie andere beherzte Arnstädter richtete Christian Hühn eins wieder auf. Ein Haus, was in Teilen zum Abriss schon freigegeben war. Und wir haben dann mit Familie, mit Freunden dann Stück für Stück und Muskelhypothek sozusagen dieses Haus wieder aufgebaut. Letzter Nutzer war Anfang der 80er Jahre die Bauarbeiterversorgung. Und so lange stand das Haus dann auch leer, bis Ende der 90er Jahre. Hier wurden tatsächlich dann die Bockwürste und die rote Brause durchgereicht. Von Anfang an war Hühns klar, es gibt nichts, was nicht verwandelt werden muss. Genau genommen hat mich meine Frau geködert, dieses Wagnis und die Rekonstruktion dieses Hauses in Angriff zu nehmen, indem sie mir versprochen hat, dass die Parterre meiner Sammlung vorbehalten bleibt. Schon als Kind hat Christian Hühn Reklame gesammelt. Kleine Kunstwerke für den Alltag und oft Auftakt für eine Stilepoche. Entstanden ist ein Museum, die Deutsche Reklameausstellung, offen für alle. Das ist Christian Hühn wichtig. Er möchte der Stadt und ihren Menschen etwas weitergeben. Wohl deshalb ist er inzwischen auch Vorsitzender des Vereins zur Rettung des alten St. Georg-Spitals. Seit über 20 Jahren kämpft der Verein für das gewaltige Gebäude aus dem Mittelalter. Es gab natürlich auch Zeiten, wo man sich so ein bisschen wie der Drachenkämpfer gefühlt hat, wo nichts voranging, wo man über lange Zeiträume einfach nur entrümpelt hat. Wir haben das Haus hier übernommen, müssen Sie sich vorstellen, da war es von unten bis oben bis unters Dach vermüllt. Es soll eigentlich ein Haus der Möglichkeiten werden für Arnstadt. Natürlich mit einer kulturellen Nutzung. Wir haben selbst eine Sammlung im Haus angelegt über viele Jahre, das sogenannte DDR-Archiv, Produkt und Propaganda, wo wir mittlerweile ohne nostalgischen Hintersinn 40.000, 50.000 Objekte gesammelt haben. Die sollen hier auch mal ihren Platz finden, im Prinzip in einem begehbaren Archiv. Das alte Spittel ist wieder belebt, standfest, mit neuem Dach. Das hat der Verein schon geschafft. An vielen Stellen kümmern sich die Arnstädter um ihre Stadt, sammeln Gelder oder halten ehrenamtlich Türen auf. Wie für die Liebfrauenkirche. Sie ist neben dem Naumburger Dom der wichtigste Kirchenbau aus der romanisch-gotischen Übergangszeit in Mitteldeutschland.
Vielleicht stand gleich neben ihr das Gut, das vor über 1300 Jahren in einer Urkunde erwähnt wurde. Sie belegt, dass Arnstadt neben Mühlberg und Großmonra der älteste Ort Thüringens ist. Wahrscheinlich stehen das Ober- und Unterkloster genau an dieser Stelle. Seit 10 Jahren wird es von Alexander Dill und seiner Familie restauriert. Mit Geduld und Ausdauer und Visionen. Bei uns hatte einer die Vision, das war mein Mann. Und ich habe einfach die vielen Vorteile gesehen. Mitten in der Stadt, mit Grundstück. Es war perfekt, um die Kinder hier großzuziehen, auch wenn es noch nicht fertig ist. Und dann habe ich einfach gehofft, dass die anderen Dinge sich so nach und nach ergeben. 2004, als Arnstadt 1300 Jahre feierte, stand Alexander Dill zwischen den verfallenen Mauern und sah ganz deutlich ein Wohnhaus und eine Herberge für Reisende vor sich. 3 Jahre später wohnte die Familie tatsächlich hier. Das erste Jahr war wahrscheinlich hart. Allerdings blieb uns gar nicht wirklich die Zeit, da so richtig drüber nachzudenken, weil wir einfach wirklich immer mit dem nächsten Tag beschäftigt waren. Die Küche war eine Kochplatte im Schuppen. Da hat meine Frau im Winter mit Handschuhen kochen müssen. Und das Bad war eben die Baustellentoilette. Wir haben uns relativ schnell an dieses Provisorium gewöhnt. Aber dann kam irgendwann meine Mutter zu Besuch. Und sie hat nichts gesagt, aber ich habe ihrem Gesicht angesehen, was sie sich für Sorgen um uns gemacht hat. Vieles ist in diesen Jahren durch eigene Kraft geworden. Allein für das Dach hat die Familie 11.600 handgestrichene Ziegel zusammengetragen und gereinigt. Alles sollte denkmalgerecht sein. Ich habe mir am Anfang immer gesagt, selbst wenn das nicht klappen sollte, selbst wenn die Idee sich nicht umsetzen lässt, dann ist an dem Haus nichts passiert, was es kaputt gemacht hätte. Und das ist wichtig. Es ist Platz für Gäste. Es ist Platz für Veranstaltungen. Also man lebt hier nicht für sich allein. Und das ist eigentlich das Schönste hier dran. Das Kloster ist für Familie Dill eine wahre Herberge geworden. Und irgendwann werden auch Reisende auf den Hof ziehen. Wie an diesem besonderen Sommertag, die Kulturgenießer beim Kleinkunstfestival. Elke Herger gehört zu den Kulturspaziergängern. Die Stadtplanerin kam Mitte der 90er nach Arnstadt. Da war die Verwandlung noch ganz am Anfang. Die Obermittel-Untergasse waren eines der ältesten oder sind die ältesten Gebiete der Stadt und waren auch stark zerstört. Und wo wir gerade vorbeigehen, die Untergasse 6810, waren einige der ersten Gebäude, die saniert worden sind. Eigentum der Wohnungsbaugesellschaft. Viel von der alten Substanz war kaum noch übrig, sodass auch zum großen Teil Neubauvorhaben notwendig waren, um die wiederherzurichten, die Gebäude. Man hat interessante Lösungen gefunden, um die kleinen Häuser wieder in Wert zu setzen und bewohnbar zu machen. Diese Kleinteiligkeit der Obermittel-Untergasse. Faszinierend. Da hätte keiner gedacht, dass wir das halten können. Die Stadtplanerin sucht mit der Sanierungsbetreuerin Bilder für einen Kongress heraus. Sie zeigen eine im Zweiten Weltkrieg verschonte, in der DDR fast verfallene Stadt. 1992 wurde der Kern zum Sanierungsgebiet und die Dächer mit Bundes- und Landesmitteln notgesichert. Wobei da ja Thüringen ein sehr gutes Konzept verfolgt hat, dass man also im Unterschied zu anderen Bundesländern diese Mittel für Dachneueindeckungen und wirklich Reparaturen eingesetzt hat. Und man ist nicht auf die Variante Planen gegangen. Und das hat natürlich für die Gebäude, was damals ja auch noch keiner ganz genau wusste, viele Jahre
Schutz gebracht. Wir hatten ja damals auch das Thema der Rückführungen und Rückforderungen. Das hat ja zum Teil doch noch einige Jahre bis zur Klärung in Anspruch genommen. Und wir haben also in Arnstadt sehr wenig Gebäude verloren nach der Wende. Die Stadt klärte Eigentumsverhältnisse, kaufte auf, ordnete die Grundstücke ganzer Straßenzüge neu. Die Häuschen der Kohlgasse zum Beispiel bekamen so alle ein Stückchen Grün. Dementsprechend sind ja auch nur noch zählbare Häuser in einem Zustand, wo man sagt, also da müssen wir jetzt in den nächsten Jahren noch ran. Erklärtes Stadtentwicklungsziel, Stärkung der Innenstadt, Wohnfunktion, ich denke, das ist eigentlich das, worauf wir doch ziemlich stolz sein können, wie sich es entwickelt hat und wie sich auch zukünftig weiterentwickelt und auch, dass die Nachfrage steigt, das Interesse und das Herz auch für ein kleines Gebäude, auch in der Untergasse oder in der Mittelgasse schlägt und man sagt, man möchte dort bauen. Das Büro für Stadtentwicklung selbst ist auch in einem dieser kleinen Häuser in der Kohlgasse, einem sehr prominenten. Hier wohnten die Bachs. Vielleicht sogar der große Johann Sebastian selbst. Der hatte in Arnstadt seine erste Anstellung, verschreckte die Bürger mit seinem jugendlichen Ungestüm und lümmelt nun auf dem Markt herum, mit bestem Blick aufs renovierte Rathaus oder die Bachkirche, in der er Organist war, oder auf das Haus zum Güldenen Greif. Das hatte man zu DDR-Zeiten geköpft und mit einem Wellblechdach versehen. Nach der Wende bekam es die fehlenden Stockwerke wieder. Sanierungsgeschichten wie diese hört und sieht man überall in der Stadt. Manche Hausverwandler haben Vorher-Nachher-Bilder in die Hofeingänge gehängt, wie hier am Mühlhof. So bekommen auch Besucher eine Ahnung vom Ausmaß des Wandels. Der wollte bei manch anderem großen Bürgerhof nicht vorangehen. Auf dem Riedplatz warteten Häuser teilweise 10 Jahre. Die Stadt hatte sie gekauft und gesichert, aber der Wiederverkauf kam nicht in Gang. Bis die Häuser um Sanierung baten. Eigentlich war diese Zeichnung eine klitzekleine Skizze, so auf einem Handzettel. Das Haus, etwas traurig schauend. Und aus dem kleinen Handzettel haben wir das dann vergrößert und auf das Plakat dann kopiert. Inzwischen hat jedes Haus auf dem Ried seinen Sanierer gefunden. Die Verwandlung des Platzes hatte Anfang der 1990er Jahre mit dem Jakobsturm begonnen. Und mit einer guten Tat des Altstadtkreises. Ein Verein, der so manches in der Stadt bewegt. Für den Jakobsturm hatte er zum Beispiel Geld für ein Glockenspiel gesammelt. Und so beginnt das Kleinkunstfestival in Arnstadt an diesem besonderen Sommertag mit Glockenkonzert und Stadtführung. An der Stadtmauer entlang zum Neutorturm. Sitz der Arnstädter Ornithologen. Als das Dach neu gedeckt wurde, nutzten sie Chance und Gerüst und sanierten den Rest des Turmes auf eigene Faust. Das war noch vor der Wende. Lange danach war der Wasserturm an der Reihe. Das Industriedenkmal aus den 1920ern reizte die Bauexperten von Provonen aus Arnstadt. Wollten wir das unbedingt machen? Warum? Gute Frage. Nur weil es einfach eine Aufgabe ist, weil es nicht normaler Wohnungsbau ist. Wir haben schon, weiß ich nicht, 800, 900 Wohnungen gebaut. Eigentlich viel Neubau, immer Neubau, Neubau. Viel Neubau gemacht. Muss man auch hier sagen. Ist so eine Kombination zwischen Neubau und Sanierung. Auch für den Arnstädter ein schönes Objekt, was einmalig ist. Das haben wir ja auch an den Firmen gemerkt, die mit uns zusammen das gemacht haben, wie der Dachdecker, der Trockenbauer. Mhm. Die wollten also alle total gerne hier mitmachen. Und es ist ja auch ein Wahrzeichen von Arnstadt, muss man ja sagen. Der erste Nervenkitzel war schon die Genehmigungsphase. Mhm. Wir sind mit unserem ersten Entwurf beim Denkmalamt ja hinten runtergefallen, haben wir nicht genehmigt bekommen.
Dann hat es ein bisschen ein kleines Gemetzel gegeben zwischen Denkmalamt und uns. Und auf der Behörde in Erfurt sind wir dann übereingekommen, diesen Viertelkreis außen anzufügen an das Gebäude, um eben die Struktur des Turmes zu erhalten. Wir haben also in der Mitte diesen historisch erhaltenen Treppenhauskern und dann sind die Grundrisse aufgeteilt wie Kuchenstücke. Während der Bauphase habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch schlaflose Nächte gehabt, weil das ja doch sehr, sehr viel Ineinandergreifendes war zwischen dem Neubau, Altbau, Sanierung, Rausbrechen, Abbrechen von Teilen, die entfernt werden mussten und wie man das organisatorisch natürlich bewerkstelligt, weil in dem Turm kann man ja auch schlecht mit einem Turmdrehkran oder irgendwas etwas machen. Das heißt, man muss das irgendwie alles technologisch dort reinführen und das war schon ja, eine richtig schöne Aufgabe. Hat Spaß gemacht. Der Wassertank, den die Bauleute aus dem Turm entfernen mussten, ist noch erhalten. Wenn auch verwandelt von Dorsten Klauke. Der Maler und Musiker ist einer der Künstler, die in der Kunsthalle ihr Atelier haben und er leitet die Galerie. Früher war das eine Produktionshalle der ARTAS, der Arnstädter Taschenlampenfabrik, die es heute noch gibt, nur eben nicht mehr hier. Die Spuren der Fertigungsstrecken erzählen von der alten Zeit, von Brigaden und Fünfjahresplänen, die Kunst vom Aufbruch in die Neue. Mitten in der Stadt, in einem der ältesten Quartiere, steht noch eine verwandelte Fabrik. Bis 1990 wurden hier Handschuhe gefertigt. Dann verfiel das Gebäude, bis sich Jan Kobel in das Haus verliebte. Als ich dann bei der ersten Begehung hier durch dieses ganze Ensemble, die ehemalige Handschuhfabrik, in diesen Raum gekommen bin, wobei er damals ganz anders aussah, habe ich mir gedacht, okay, das ist. Man sieht ja dann immer nur die Erstinvestition und mit dem Rest, mit der Sanierung, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Ein Hotel ist's geworden. Ein Denkmal zum Übernachten. Dafür bekamen Jan Kobel und seine Frau mehrere Auszeichnungen. Vor allem, weil sie es achtsam saniert haben. Wie zum Beispiel im Renaissancezimmer, die Kassettendecken waren ja abgehängt, teilweise doppelt. Immer möglichst runter mit den Decken, damit man beim Heizen Geld spart. Und wenn du das dann plötzlich aufmachst, hast du dann Renaissancemalerei von 1580. Ursprünglich wollte das Paar aus München ein Haus in seiner Nähe. Doch dann stieg Jan Kobel bei einer Dienstreise ganz spontan aus dem Zug in Arnstadt. Dann bin ich mit meinem Rollköfferchen durch die Stadt, durchs Gründerzeitviertel, den alten Friedhof, die Erfurter Straße hoch. Bin dann nach einer Stunde wieder zurück, habe meine Frau angerufen und gesagt, ich glaube, wir ziehen jetzt in den Osten. Das, was uns so gut gefällt hier, ist, dass sich hier in den letzten 100 Jahren nichts verändert hat. Ja, diese Erlebbarkeit deutscher Geschichte und deutscher Kulturlandschaften. Die hat Jan Kobel direkt vor der Tür. Die Oberkirche gehörte zum Franziskanerkloster aus dem 13. Jahrhundert. Davon erzählt der Kreuzgang, der noch vor einigen Jahren vom Einsturz bedroht war. Die ganze Kirche war stark geschädigt. Obwohl manche vermuten, dass Luther hier zur Reformation inspiriert wurde, obwohl sie später Hauptkirche der Stadt und der protestantischen Fürsten war, wurde sie 1977 geschlossen. Die erdrückende Last hat wahrscheinlich davor zurückgeschreckt, jetzt hier mitten in der DDR sanieren zu können. Es ging nicht. Man muss es versuchen.
dachten nach der Wende beherzte Arnstädter und setzten alles daran, die Kirche zu retten. Wir haben festgestellt, das ist so eine Herzkirche in dieser Stadt. Also viele verbinden mit dieser Kirche eigene Lebensgeschichte. Und so hat sich praktisch aus dem kleinen Krüppchen dann ein größeres Interesse entwickelt, das auch dann dazu führte, dass sich der Verein gebildet hat. Der organisiert Gelder, unter anderem für die Restaurierung der zahlreichen Kunstschätze. Die Grabplatte mit der Georgsmesse von 1505 zum Beispiel ist eine der wertvollsten Mitteldeutschlands. Und der Verein öffnet die Kirche für Veranstaltungen und Besucher. So dass auch diese eben sehen können, was hier drin passiert und was noch zu tun ist und darüber vielleicht auch spenden. Also das findet sich auch in den Bilanzen dann tatsächlich wieder. Also wir haben da schon einige Einnahmen übers Jahr verteilt, die durch die Fußläufer hier eingebracht werden. Jüngste Beispiele: die Gemälde am Adelsstand. Die Menschen kamen, die konnten das sehen und es ist relativ zügig gegangen. Sagen wir mal, innerhalb von einem Jahr haben sich die Spender gefunden, um dieses Projekt umzusetzen. Hunderttausende haben Menschen inzwischen für die Oberkirche gespendet. Menschen aus Arnstadt, Deutschland, aus der ganzen Welt. Sie alle sind Teil dieser wunderbaren Verwandlung. Es gibt vieles, was Arnstadt besonders macht. Zum Beispiel die vielen Türen und Klinken, an denen Andreas Hirsch auf dem Weg nach Hause vorbeikommt. Sein Haus zum Wilden Hirsch war alles andere als wild, als er es 1997 kaufte. Dass er beim Sanieren nicht aufgegeben hat, verdankt er auch seinen Freunden. Die sind natürlich in dieser besonderen Sommernacht dabei. Feiern, Künste in Haus und Hof. Peter Frenzel ist einer der Freunde, Architekt und neuerdings Hochbauverantwortlicher der Stadt. Es gibt viele schöne Straßenzüge, es gibt viele schöne einzelne Gebäude, die alle sehenswert sind. So dass es wirklich richtig Spaß macht, wieder hier durchzulaufen, während wir zum Ende der DDR-Zeit schon überlegt hatten, ketten wir uns an die Häuser an und machen irgendwas, um die zu erhalten. Da gab es ja nur noch Kahlschlagpläne mit diesen grässlichen Neubauten in dem Stadtzentrum. Zum Glück hat uns das Schicksal dann doch gerettet mit vielen schönen Gebäuden, die noch erhalten sind. Das ist anscheinend wirklich das Besondere, dass diese mittelalterliche Grundrissstruktur noch erhalten ist, dass man wirklich nachvollziehen kann, wie die Gassen entstanden sind, wie die Plätze entstanden sind. Das erfüllt mich schon mit Freude. Am mittelalterlichen Stadtrand steht das neue Palais auf einer Torflinse. Die bewegt sich. Und das führt zu Rissen im Gemäuer. Deshalb wurde es mit speziellen Verfahren gesichert, der Süd- und Mittelflügel restauriert. Jetzt ist der Nordflügel an der Reihe, der samt seiner Schätze ein wenig in Vergessenheit geraten war. Nicht vermutet. Wir stehen jetzt hier in einer Schatzkammer, denn im Zuge der Bauarbeiten hier im Nordflügel mussten wir die einzelnen Bahnen unseres Schmelzzimmers abnehmen. Und das Schmelzzimmer ist tatsächlich eine Raumfassung, also eine Einrichtung eines Raumes, die auf der Welt einmalig ist. Zart wie Schmelz wirken die Wandbespannungen, deshalb Schmelzzimmer. Und weil die Stoffbahnen mit unzähligen aus der Glasschmelze gewonnenen Perlen bestickt sind. Vom Prinzip her ist es genau das, was wir im Moment nicht im Original erleben können. Es kommen verschiedene Technologien zusammen. Zum einen Applikationen ganz exquisiter Stoffe, Brokate, die wiederum mit Perlen bestickt.
Und um dem Ganzen noch die Krone oder auch das Sahnehäubchen aufzusetzen, was man hier jetzt leider auch nur noch erahnen kann, wurde das Ganze auch noch bemalt, sodass also eine ganz unglaubliche Plastizität entstanden ist. In 8 bis 10 Jahren, hofft Antje van Höfen, wird das Schmelzzimmer wieder zu sehen sein. Als weitere weltweite Einmaligkeit, neben der barocken Miniaturwelt Mont Plaisir, für die Arnstadt berühmt ist. Die Direktorin ist optimistisch. Auch, weil sie den Wandel des Süd- und Nordflügels noch deutlich vor Augen hat. Gänge und Säle in Eierschale, Rosé und Bleu, die in jüngsten Jahren originalgetreu restauriert werden konnten. Der Festsaal sieht wieder so aus, wie sich die Fürsten im 19. Jahrhundert barock vorstellten, bis hin zur Beleuchtung mit historischen, sogenannten Luftmöbeln. Im authentischen Porzellankabinett prunkt Ostasiatisches wie im 18. Jahrhundert, inklusive einer Verwandlungssünde. Ursprünglich war das eine chinesische Hofdame. Irgendwann verlor sie ihren Kopf. Und wer auch immer hat den Auftrag bekommen, einen Kopf nachzuschnitzen. Das ist geschehen wahrscheinlich unter dem Motto exotisch ist exotisch. Und so wurde es eben ein Mohrenkopf. Dann fiel auf, dass die Hand nicht dazu passt. Sie wurde schnell noch schwarz gemalt. Und so ist aus der chinesischen Hofdame ein Mohr geworden. Also eine Form von besonderer Verwandlung, Metamorphose im 18. Jahrhundert. Eine Metamorphose durchlief auch Schloss Neideck, der Vorgängerbau des heutigen Palais, gleich gegenüber. Es war schon im 18. Jahrhundert zerfallen, aber zu DDR-Zeiten schien es, als sollte endgültig Gras über die feudale Geschichte wachsen. Kurz nach der Wende taten sich wieder einmal beherzte Arnstädter in einem Verein zusammen und weckten die Schlossruine aus dem Dornröschenschlaf. Der Wassergraben wurde freigelegt, der war also fast zu gemüllt. Hier sind 13.000 Kubikmeter Müll und Unrat aus dem Wassergraben entfernt worden. Die Heizstrasse wurde demontiert. Als dann die ersten Mauerreste zum Vorschein kamen, da hat natürlich ein gewisser Enthusiasmus bei allen Beteiligten eine Rolle gespielt, weil die gesagt haben, jetzt sehen wir endlich was. Jetzt wissen wir, wofür wir den ganzen Müll da weggeräumt haben. Dann wurde das Mauerwerk angefangen aufzubauen. An vielen Mauerteilen sieht man so einen roten Streifen, also Putz, durchs Mauerwerk gehen. Das war also der damalige Ist-Zustand und oberhalb des Streifens ist also neu entstanden. Der 65 Meter hohe Schlossturm ist wieder restauriert und begehbar. Die Anlage wurde Filmkulisse und Touristenattraktion mit Schlossmodell und anderen Miniaturbauten. Und sie ist ein Ort für Feste, Konzerte und Kleinkunst. Wir sind richtig stolz und wir merken das immer an der Resonanz der Arnstädter, wenn hier irgendwelche Highlights sind, wie der Besucherandrang ist. Die Neideck verrät das Geheimnis von Arnstadts wunderbarer Verwandlung. Ohne den einen großen Plan oder Visionär. Sie erzählt von vielen Machern und Visionären. Ganz wie ein Sprichwort sagt. Viele kleine Leute in vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern. Oder eben das Gesicht einer Stadt. Wunderbar verwandelt, unsere Städte damals und heute. Nächste Woche blicken wir nach Sachsen-Anhalt. Der wunderbare Wandel von Aschersleben. Nächsten Dienstag wieder 20:45 Uhr im MDR.